willkommen zurück zu einer neuen Folge von der XXL Farm im Landwirtschaftssimulator 19. Ihr seht es geht weiter mit dem großen Maisprojekt. Ich habe nämlich ein bisschen was vorbereitet, beziehungsweise ein bisschen weitergearbeitet und jetzt rollen die Häcksler wieder und zwar auf dem Feld 2 und ihr seht, die Abfahrer sind hier auch schon fleißig und das klappt ganz gut, das System. Und ich habe mir natürlich auch eure Kommentare durchgelesen, warum es seit der letzten Folge ein bisschen gedauert hat, das möchte ich euch heute sagen, denn ich habe ein paar Dinge ausprobiert und habe ernüchternde Erkenntnisse gewonnen sozusagen. Und jetzt müssen wir dem, glaube ich, ein bisschen beim Abladen helfen hier. Wir müssen heute ein bisschen verdichten, wir müssen schieben und müssen das ganze Kursplay-Fahrersystem betreuen, denn das ist natürlich wie immer einigermaßen fehleranfällig, aber es sollte eigentlich auch ganz okay funktionieren. Und ich habe mich jetzt so auf Kursplay konzentriert, dass ich gar nicht hier mit dem Verdichten und dem Schieben nachgekommen bin. Aber ich hoffe, das kann ich jetzt mal hier nachholen, damit das zumindest nicht mehr ganz so spitz ist, weil die Kursplay-Fahrer, die haben mit Hügeln, so kleineren, haben die nicht so große Probleme, aber mit solchen spitzen Abladestationen, wie hier jetzt gerade, wie das hier passiert ist, ne, der kann sich überhaupt nicht mehr bewegen. Das ist natürlich immer ein bisschen blöd, das wollen wir nicht, das müssen wir verhindern und deswegen muss ich jetzt mal schnell verdichten. Dann müssen wir mal gucken, was hier noch so alles passiert heute auf der XXL-Farm. Und ich glaube, da ist schon der nächste Cosplay-Fahrer. Also es funktioniert nicht schlecht, das System. Werden wir heute auch noch in der Folge sehen. So, jetzt wird dir mal ein bisschen hier Anschub. Ja, Anschubhilfe, dann klappt das auch. So, und bevor da jetzt irgendwas Größeres passiert, gucken wir mal schnell, was hier passiert ist. Ah ja, da sind wir mal wieder ganz, ganz, ganz toll unterwegs. Klasse, das klappt ja super. Ich glaube, der muss hier einmal ums Eck fahren. Deswegen übernehme ich den mal persönlich, weil dann erspart uns das viel Arbeit. Und den da hinten habe ich mal kurz gestoppt, aus eigenem Interesse, denn die liefen ja alle ein bisschen aufeinander auf. Aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus, auch wenn es aktuell etwas interessant ist hier auf der XXL-Farm. Sonst sieht es ganz gut aus und ich werde euch natürlich auch gleich noch meine Pläne erläutern. Aber jetzt schicken wir den hier erstmal wieder auf den Kurs und dann gucken wir mal, was hier noch passiert ist. Ah, der ist hier noch... Immer, der steckt immer noch fest. Den müssen wir nochmal anschieben und dann klappt das auch wieder. Mensch, ein stürmischer Einstieg. Aber ihr seht, es passiert viel auf der XXL-Farm und da muss man auch immer mal eingreifen. Es sind jetzt bald schon wieder knackige 1,5 Millionen Liter hier im Silo, im zweiten Silo, ja. Also es kommt auf die knapp 5 Millionen, die wir hier schon drauf haben, dazu. So, was ist jetzt hier? Der hat auch durchdrehende Reifen. Allerdings zu Unrecht, wie ich meine. So, dann schieben wir den auch nochmal an. Klappt das? So. Ja. Professionelle Anschubhilfe. So, gut. Aber das sieht doch ganz gut aus und es macht mich immer ein bisschen glücklich und stolz, wenn ich sehe, wie das hier funktioniert. In der letzten Folge haben wir ja hier die Fahrzeuge wieder ein bisschen repariert, haben sie aufgetankt und so weiter und so fort. Da habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, Mensch Ansgar, das hättest du doch auch mit dieser Tankstelle machen können. Hätte ich auch, aber ich dachte mir, wenn ich jetzt schon mal diesen Wagen habe, dann nutze ich den auch. Den scheine ich hier nochmal anschieben zu müssen. So, und dann geht's auch weiter. Wenn ich diesen Wagen schon mal habe, dann nutze ich den auch und ich fand den eigentlich auch ganz cool und wir werden den sicherlich nochmal zum Einsatz bringen. Ich werde euch die Mods alle noch verlinken. Ich finde nur im Moment keine Zeit, ja. Ich nutze die, jede Zeit, die ich habe, nutze ich lieber zum Vorbereiten der Projekte und zum Schneiden und so, als die Modlisten zu aktualisieren. Ist blöd für euch, aber ich glaube, noch blöder wäre es, wenn keine Folgen erscheinen würden. Deswegen muss ich das im Moment so machen, aber ich werde das bald machen, werde das bald nachtragen und dann seht ihr das auch alles auf der Modliste. Ich sage euch dann Bescheid. Eine Sache habe ich euch ja gefragt in der letzten Folge und zwar, ob ich hier auf der XXL-Farm mit dem Big X Cargo arbeiten soll. Und da haben viele von euch geschrieben, Ansgar, mach das doch. Das wäre doch eine coole Sache. Und ehrlich gesagt, habe ich es ausprobiert und es hat nicht funktioniert. Es hat schon ohne Cosplay nur schlecht funktioniert, muss ich sagen. Und mit Cosplay hat es überhaupt nicht funktioniert. Also das war eine absolute Katastrophe. Das hat alles nur aufgehalten. Und hat mich dann natürlich auch ein bisschen aufgehalten, deswegen... Heute mal ein Stangentanz hier. Traktor, Lapdance. Oh ja, das ist jetzt auch noch ein ganz, ganz gutes Fahrmanöver gewesen, da reinzufahren. Rein in die Olga hier. So, einmal rein, einmal entlassen, sonst kriegen wir es gar nicht mehr entzerrt. Ich glaube, da gleich kommt schon der nächste, deswegen müssen wir uns immer beeilen. Also sowas darf eigentlich nicht passieren. Ich glaube, es liegt am Gewicht, ne? Ich werde das mal ab. Passt mal auf. Ich
werde den mal schnell hier. Und ich lege das Gewicht jetzt einfach mal hier vorne ab, weil wir haben nicht viel Zeit, um diese Störung zu beheben. Noch ist da niemand, aber da wird wohl gleich der nächste Fahrer kommen. Deswegen fahre ich jetzt mal schnell hier lang und dann nochmal kurz rumdrehen und dann geht's weiter hier. Also, es ist ganz cool mit Cosplay, ne? Aber man muss auch genau wissen, was man wie eingefahren hat und wo es Probleme geben könnte. Gut, wir haben aber jetzt keine Fehlermeldung, das heißt, es sieht wieder ganz gut aus. Und dann würde ich sagen, schicken wir den auch auf den Kurs. Ich habe mich mal, Entschuldigung an den Nachbarn, ne? Aber ich habe mal hier ich glaube, das Baumwolle, ne? Was er hier angepflanzt hat. Auf dem Baumwollfeld des Nachbarn lasse ich meine Trecker wenden. Ah ja, hier ist auch eine ganz besonders tolle Aktion hier wieder passiert. Mal schauen, wie wir den hier wieder auf den Kurs kriegen. Was hat er denn für eine Position? Rechts, okay. Dann nehme ich mal an, dass er hier vorne wieder starten wird. Obwohl, warum der hier lang gefahren ist, das ist mir ein Rätsel. Ah gut, dann soll er hier den zweiten Kurs wieder nehmen und dann kann ich gleich auch den anderen Häcksler wieder auf den Kurs bringen. So. Gut, der hat noch durchdrehende Reifen. Ja, die fahren ja alle ineinander. Ich denke, den kann ich jetzt gleich wieder einstellen und dann passt das auch hier. So, genau. Das darf man nie zu nah an den Gräben machen, aber gut. Also, das war mit dem Big X Cargo leider eine völlige Katastrophe. Ich weiß nicht, ob es da mehrere Versionen von gibt. Ich habe eine gefunden, die habe ich ausprobiert, das ging nicht. Die war halt auch echt fehlerhaft. Ich glaube, die kam auch relativ früh schon raus und ist am Ende nur ein konvertierter Mod gewesen. Grundsätzlich finde ich das ja nicht schlimm, aber es war halt jetzt hier mit Cosplay nicht anwendbar. Und vielleicht mache ich das mal so als kleines Special, aber ich so richtig funktioniert es halt nicht. So, gut, dann lasse ich da jetzt auch wieder den Abfahrer ran und dann geht das hier weiter. So, jetzt kann man sich das auch wieder anschauen. Ich habe den mal kurz gestoppt, weil die auch hintereinander gefahren sind oder aufeinander gefahren sind vielmehr. Und jetzt können wir mal schauen, wie es hier aussieht, wie viel hier noch zu machen ist auf dem Feld. Denn ich glaube, das geht ganz gut voran. Ja, ihr seht's. Also bald ist die Hälfte runter. Oder es ist jetzt vielleicht auch schon so ungefähr die Hälfte runter. Das heißt, es läuft ganz gut hier auf der XXL-Farm. Das freut mich natürlich. Und wenn das so gut läuft, dann kann ich nochmal schnell... Ah ja. Denn man darf es nicht loben. Man darf es einfach nicht loben. Sobald man lobt, zack. Große Krise hier wieder. Was ist hier wieder passiert? So, okay. Endlich. So, jetzt werde ich nochmal schnell durchskippen, ob das hier jetzt alles läuft. Also das sieht... Der sucht wohl irgendwie einen Häcksler. Ah ja, der wird sich da hinten dran klemmen. Das sieht doch einigermaßen... Der wird sich da hinten dran klemmen. Super. Das sieht doch einigermaßen koordiniert aus. Dann kann ich nochmal ein bisschen verdichten und schieben. Und dann geht das weiter hier. Aber der sieht auch echt dreckig aus, ne? Also, der sieht nach Arbeit aus. Ah, kaum freut man sich mal. Stopp, 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 stopp. Ich fahre einfach mal hier um den rum. Versuche ich. Ah, wartet. So. Da lasse ich jetzt zwar ein bisschen was stehen, aber das kann ich am Ende wieder wegnehmen. Ist jetzt einfacher, als den zu entlassen. Dann sucht er unter Umständen den Häcksler neu und so. Das ist dann noch größeres Chaos. Also, ich habe mich schon immer... Oh. Also, es ist, hier ist es wirklich schlimm. Hier landen die ständig in den Gräben. Das ist etwas belastend, aber... ja. Gut, das gehört halt auch dazu zur XXL-Farm. Ne? Muss man sportlich nehmen, muss man sportlich mit umgehen. Und ihr habt auch in den Kommentaren gelesen, da muss ich auch noch kurz drauf eingehen. Auf welcher Position ist der links? Ah, okay. Dann wird der wohl jetzt hier vorne. Die haben hier an dieser Stelle, an dieser Ecke, haben die immer ein bisschen Probleme. Dann kann ich den jetzt hier wieder drauf loslassen und dann geht das hier weiter. So. Genau. Ich habe auch gelesen, dass viele von euch sich gefreut haben, dass ich endlich mal ein bisschen durchgeputzt habe, ja. Also,
mit dem Sammelwagen. Das scheint viele von euch beruhigt zu haben. Und ich muss auch zugeben, es sieht ordentlicher aus. Es sieht vernünftiger aus. Nur während des Vorgangs dachte ich mir, ist das eigentlich Kappes? Weil, was sollte man da sauber machen, wenn das sowieso wieder direkt schmutzig wird? Ja, also wenn das direkt wieder verteilt wird. So, gut. Das geht weiter. Dann sieht das doch ganz gut aus. Dann gucken wir mal, was die anderen so für Späße machen. Oder ob ich jetzt endlich mal zum Verdichten und zum Schieben komme. Oh, das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir mal... Das ist... Die Kurven, die machen immer wieder Probleme. Aber ich glaube, die kriegen es noch irgendwie hin. Man darf sich sowas nicht angucken. Es ist... Und da vorne hat es mal wieder jemand geschafft. Ausfahrt verfehlt. Muss ich mal kurz hier schnell zurückfahren. Ja, also ich finde, hier ist es fast schon zu viel mit den 6 Abfahrern. Weil ihr seht, das Feld ist so klein, dass die sich immer mal wieder reinfahren. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich das irgendwie blöd angefahren habe, die Kurse oder so. Sondern es hat was damit zu tun, dass ich relativ viele Abfahrer jetzt hier auf dem Feld habe, das halt relativ klein ist und dazu noch diese Gräben hat. Und das ist natürlich absoluter Killer hier für Cosplay. Ihr seht's hier. Obwohl ich auch oft angemahnt wurde, dass ich Cosplay sagen soll und nicht Cosplay. Aber ich sage immer Cosplay. Keine Ahnung. Werner sagt, glaube ich, immer Cosplay. Ich bin mir nicht sicher. Gut, dann machen wir mal hier weiter und dann geht das auch los hier. Und ich denke, wir schaffen es auch heute noch, dass das Feld hier fertig wird. Und da müssen wir uns mal überlegen. Ich hatte ja gesagt, das Feld 12 machen wir dann nochmal. Das ist relativ viel, ne? Aber ich denke, ich werde es dann nochmal ansehen. Dann können wir in der nächsten Folge noch ein letztes Mal eine große Maishäckselernte sozusagen vornehmen. Und dann reicht es, glaube ich, auch. Dann haben wir genug Mais erstmal gesehen. Hier mit diesen Fahrzeugen und den Maschinen. Und freuen uns dann natürlich auf die große finanzielle Ernte, ja, dann da rauskommt. Das wird nämlich echt XXL, was wir daran verdienen werden. Da freue ich mich schon sehr drauf und ich denke, dann werde ich mit Karotten weitermachen, wenn nichts von euch dagegen einzuwenden ist. Aber ihr könnt mir auch gerne eure Wünsche, eure Ideen für die nächsten XXL-Farm-Folgen nach dem Maisprojekt in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt und werde mich gern auch danach richten, wenn ihr gute Ideen habt, wovon ich fest überzeugt bin. So, gut, das läuft. Der fährt hier rein, das sieht auch gut aus und der kommt auch, zack, rein. Mit viel Schwung geht das hier nur. Und da steht er auch schon, den müssen wir gleich mal wegschieben. Aber vorher will ich nochmal schnell kontrollieren, das sieht alles ganz gut aus hier. Ja gut, dann wechsle ich mal schnell. Der fährt weg, okay. Und da fehlt auch einer, okay. Dann wechsle ich mal schnell in den Klaas. Damit es hier weitergeht und der andere da geschoben wird, weil ihr seht, da hinten kommt schon der nächste. Und ich möchte ungern hier einen Stau haben. Das wäre sehr, sehr schlecht. Wird aber jetzt, glaube ich, gleich passieren. Oh, ob das jetzt so sinnvoll war? Man weiß es nicht. Man munkelt. Ah! Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, es funktioniert noch. Ist natürlich immer ein bisschen unrealistisch, aber realistisch... Mit der aktuellen Cosplay-Version, das geht halt einfach nicht. Nur mit ganz, ganz wenigen Abfahrern vielleicht. Aber... Ah, die schieben sich jetzt gegenseitig. Ja, gut. Dann schiebt euch mal weiter. Und den schieben wir auch nochmal. Schnell. Okay. Und da kommt schon der nächste. Ach du Scheiße. Okay, ich fahre nochmal schnell rum. Ach, der fährt auch auf den gleichen Kurs nochmal. Ja, moin. Muss los. Ach, und da ist noch einer. Jetzt. Oh je, Abfahrerstau. Nach einem größeren Eingriff ist der XXL-Stau jetzt beseitigt worden. Ihr seht, die können jetzt wieder ganz normal hier durchfahren. Ich musste hier doch ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr ackern. Aber jetzt läuft das wieder und ihr seht, da kommen auch direkt 2 neue Abfahrer. Das Feld dürfte bald zu Ende sein und ich habe immer noch nicht... Ach doch, ich habe mittlerweile, glaube ich mal, die Wollpaletten weg transportiert, aber es ist jetzt schon die nächste Ladung. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir jetzt nochmal hinter denen her, um denen nochmal eine kleine Anschubhilfe zu geben. Und ich habe mich eben gefragt, wo ist eigentlich der LKW-Anhänger? Ihr merkt, ihr erinnert euch, ich weiß nicht, ob das am Anfang der Folge auch noch so war, aber in der letzten Folge... hing da vorne ja so ein LKW-Anhänger, den habe ich da auch nicht mehr wegbekommen.
Und der ist da nicht mehr. Ich weiß mittlerweile, wo er ist. Den habe ich eben aus dem Augenwinkel gesehen. Ihr könntet ihn auch entdeckt haben, aber wenn ihr es gesehen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt, ob jemand so wachsam war. Ist ein bisschen versteckt. So. Der 930 Vario, der kann da sicherlich noch, kann sich da noch befreien, denke ich. Und der ist ja auch auf einem guten Weg. Super, klasse, das läuft doch hier auf der XXL-Farm. Und dann gucken wir mal, wie viel da jetzt abgetragen ist. Moment, hier sind wir. So, da ist jetzt noch dieses Stückchen hier zu fahren und da müssen wir jetzt mal gleich gucken, ob die das alles hinbekommen oder woran es hakt. Ah, da haben wir zum Beispiel wieder mal einen kleinen Unfall. Natürlich nicht so gut. Also die Kurven, die kriegt Kursplay noch nicht so gut hin. Das ist, naja, schwierig. Also schwierig. Ah. Okay, ich muss den mal auch entlassen, sonst wird das jetzt hier noch ein größeres Freudentänzchen. So, und dann... Das ist ein Chaos hier manchmal. Schwer zu ertragen. So, die haben sich jetzt hier festgefahren. Ist schwer zu lösen. Okay. Und dann... Was ist das für eine Position? Hinten. Okay, also der hat hier direkt diesen Kurs. Dann fährt der nämlich jetzt hier lang. So. Also man muss sehr, sehr gut durchblicken. Sonst raubt einem das den letzten Nerv. Es sieht immer gut aus, aber es geht auch eine ganze Menge schief. Ihr seht es hier gerade. Das ist schade, aber gehört halt im Moment noch dazu. Ich hoffe natürlich, dass Kursplay weiter verbessert wird. Bin natürlich auch froh, dass es überhaupt schon draußen ist. Aber das sind halt immer noch so Sachen, also das verdirbt einen dann so ein bisschen den Spaß an vielen Dingen. So, der sucht hier offensichtlich gerade einen Drescher, einen Häcksler. Und da vorne... Hier hat mal wieder einer durchdrehende Reifen. Ah ja, okay. Das ist ja jetzt nicht so interessant. Und was ist mit ihm hier? Den müssen wir auch noch hier irgendwie einstellen. Der muss nämlich seinen Kramer wegbringen. Sonst steht er hier im Weg rum. Das ist nicht so gut. So, und dann werden wir den auch wieder einstellen hier. Und dann sollte das weitergehen. Ah ja, da hinten war auch gerade wieder ein Unfall. Also die fahren sich hier gegenseitig rein. Das Problem ist halt irgendwie, dass die ihre Position nicht so ganz erkennen und auch nicht so richtig vorausschauend fahren und deswegen nicht wissen, wann sie einen anderen Abfahrer gekreuzt haben. Das ist etwas blöd. So, aber trotzdem, 6 Abfahrer. Ich glaube, es sind ein bisschen viel Abfahrer für ein Feld, was nicht ganz so groß ist. Gebe ich zu. Aber ich habe ja jetzt nun mal die Abfahrer, deswegen dachte ich, setze ich die auch ein. Das wird, denke ich, beim Feld 12 ist es, glaube ich, ne? Ja, genau, das Feld 12. Bei dem Feld wird es dann wieder ein bisschen besser, denke ich. Aber hier ist es im Moment halt so ein bisschen das Problem, dass die sich dann alle sehr, sehr schnell begegnen und kaum auf der Straße unterwegs sind. Und deswegen, ja, dann auch öfters mal reinfahren. So... So verteilt sich das alles ein bisschen. Das sieht natürlich jetzt nicht so schön aus. Also ich bin jetzt kein Verdichtmeister. Das könnte man alles wesentlich, wesentlich schöner machen. Das weiß ich, aber... Und ich könnte es auch schöner machen. Nur das Ding ist, wenn ich es jetzt schöner mache, dann sieht es in 2 Minuten wieder so aus. Weil ihr seht ja, da kommen schon die nächsten Abfahrer. Und die laden jetzt hier auch fleißig ab. So. Ich werde es auch schon mal hier so ein bisschen wegschieben. Sonst kommt der Fendt nämlich kaum da drauf. So. Okay. Wichtig ist halt immer die Auffahrt. Die Auffahrt muss stimmen. Weil sonst kommen die hier gar nicht mehr rein. Und dann ist wirklich ein bisschen dramatisch. Dann brennt das Bunker. So, kommt er jetzt weiter? Jo, kommt er. Und da lädt er auch ab. Super. Können wir jetzt auch wieder ein bisschen hier in die Ecken schieben. Und dann seht ihr auch, also das... Wächst jetzt auch schon gut an. Wir sind jetzt bald bei 2... Ja, da haben wir sie. Die 2 Millionen. 2 Millionen Liter sind wir jetzt auch schon wieder. So, müssen wir nochmal hier ein bisschen korrigieren. Aber das läuft auch ganz gut. Wir gucken mal schnell. Ah ja. Ich denke,
Lang dauert's nicht mehr, also gleich dürfen wir dann auch das Ende erleben. So, das sind jetzt so die letzten Meter hier von dem Feld, die jetzt hier gehäckselt werden. Ihr seht, ein bisschen was ist stehen geblieben, also ist jetzt nicht blitzeblank leer gehäckselt. Aber ich denke, das passt schon so. Wir haben ja mehr als genug Häckselgut. Vielleicht werde ich danach der Folge nochmal ein bisschen weitermachen. Aber das war es soweit von dieser Folge. Es war jetzt am Ende nochmal ein bisschen, naja, schwierig. Ich habe da jetzt nochmal eingreifen müssen. Denn das war belastend, nicht nur für mich, sondern auch für euch als Zuschauer, glaube ich. Das wollte ich uns allen jetzt mal ersparen. Deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, das schneide ich schnell. Und deswegen sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schaut auch gerne in den nächsten Folgen wieder rein. Wann die erscheinen werden, weiß ich jetzt noch nicht, weil ich jetzt relativ viel nochmal vorbereiten muss. Vielleicht mache ich auch nochmal eine Farm-Folge. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben. Wollt ihr nochmal so einen Farmtag haben, dass wir uns um verschiedene Sachen kümmern und dann im gleichen Zug auch ein paar Dinge vorbereiten? Oder wollt ihr dann in der nächsten Folge einfach direkt die letzte Häcksel-Folge sehen? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten ja, bin ich mal gespannt, ob ihr den LKW entdeckt habt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch das nächste Mal wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.